Ja, hallo, ich bin René von Waffenhandel Becker und ich habe euch mitgebracht heute eine Vorderschaft-Revetierflinte von Mossberg und eine, die ich tatsächlich sehr, sehr ansprechend und schön finde. Aber schauen wir uns die Waffe einfach mal gemeinsam an. Ja, da kommen wir zu unserem Mossberg. Die kommt in einen schlichten Pappkarton hier. Und da haben wir die Bedienungsleitung, die finden wir hier. Und ein Schloss, so ein Waffenschloss und die Waffe selbst. Mal so ein bisschen Werbung drauf, die können wir abnehmen. So, wie ich die Waffe jetzt in der Hand halte, heißt die Waffe tatsächlich, also Mossberg Hersteller, 590 Retrograd, Kaliber 12,76. Und zur vollständigen Bezeichnung gehört hier tatsächlich noch die Lauflänge. Die beträgt nämlich 18,5 Zoll. Die Röhre fasst hier 6 Patronen. Die Waffe ist Stahlschrot beschossen, das ist nicht uninteressant. Hat hier oben so ein Hitzeschild drauf, ein einfaches Hilfskorn. Und was mir wirklich super gut gefällt, ist tatsächlich der Schaft, der Vorderschaft aus Holz hier. Das sieht gut aus, fühlt sich hervorragend an, ganz, ganz anders als Plastik. Und der Schaft hier hinten auch Holz. Und es sieht auch wirklich schön aus. Schönes Nussbaumholz mit einer Gummikappe hinten drauf. Wiegen tut die Waffe 3,2 Kilogramm. Hier oben befindet sich die Sicherung. Wenn ihr die Waffe bekommt, kann es sein, dass sie wirklich super schwer geht. Hier oben ist eine Schraube, da müsst ihr ein bisschen lösen. Da geht es so ein bisschen hoch. Und da geht es tatsächlich dann leicht. Da kann man sich das so ein bisschen einstellen, dass es nicht mehr ganz so schwer geht. Aber richtig eingestellt und mit der richtigen Technik funktioniert das doch ganz gut. Hier oben sind Bohrungen vorgesehen, damit ihr euch eine Picatinny-Schiene anbringen könnt, wenn ihr einen Rotpunkt irgendwas anders draufsetzen wollt. Repetieren, das muss man ganz klar sagen, geht nicht so super leicht wie vielleicht bei einer Benelli oder einer anderen Waffe. Aber für den Schützen, der gerne Vorderschaft Repetierflinte schießt, dem das Design auch wichtig ist und dieses Oldschool-Design, dieses Retro-Design gefällt, der sollte wirklich diese Waffe in die engere Auswahl ziehen. Unbedingt. Wirklich sehr hochwertig, fasst sich schön an. Man merkt tatsächlich, dass Materialstärke da. Es gibt ja auch Waffen, die deutlich günstiger sind. Da merkt man, dass Materialstärke einfach fehlt. Dem Preis natürlich dann einfach entsprechend. Ja, hier haben wir sie nochmal. Unsere Mossberg 590. Lauflänge 18,5 Zoll mit Vorderschaft und Schaft hier aus Walnussholz. Wie ich finde, eine wirklich sehr schöne, gelungene Waffe. Gefällt mir wirklich gut. Auch das Hitzeschild passend dazu, wie ich schon sagte. Also wer das mag, Design, Optik, macht hier definitiv nichts falsch. Vielleicht nicht die erste Wahl, wenn man sagt, man möchte ganz vorne mitschießen bei Wettkämpfen, wo man mit Vorderschaft Repetierflinte antritt. Aber für alle, die die Optik mögen, diese Waffen mögen und immer mal gerne Vorderschaft Repetierflinte schießen, was einfach Spaß macht und schöne Disziplin gibt, dem lege ich hier die Mossberg 590 Retrograd wirklich mal ans Herz, sich anzuschauen. Natürlich könnt ihr diese Waffe, aber auch alle anderen Waffen bei uns mit entsprechender Erwerbsberechtigung über den Waffenhandel Becker sehr, sehr gerne erwerben. Und für alle, die mal wissen wollen, ob es so ist wie im Film und Fernsehen, mit so einer Vorderschaft Repetierflinte zu schießen oder mit einer anderen Waffe, für die ist ein Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker sicherlich genau das Richtige. Und für alle angehenden Sportschützen, denen noch der Waffensachkundekurs fehlt, den empfehle ich einen Waffensachkundekurs bei uns bei der Schießschule Becker. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute.